Der erste christliche Widerstand auf der iberischen Halbinsel unter Pelayo gegen die muslimische Herrschaft hatte zur Folge, dass im Norden des heutigen Spaniens das Königreich Asturien entstanden ist, das sich gegen die muslimischen Herrscher behaupten konnte. Im zweiten Teil der Videoreihe zur Reconquista soll es um die Entwicklung des Königreiches Asturien gehen. Das heißt, wir schauen auf die Jahre von ca. 718 bis 910. Und wir wollen auch mal auf die Entwicklung des Königreiches Kastilien bis zum Jahre 1230 blicken. Denn das Königreich Kastilien entwickelte sich zum bedeutendsten christlichen Königreich auf der iberischen Halbinsel. Und das Königreich Kastilien sollte dann maßgeblich beteiligt gewesen sein an der Reconquista, also an der christlichen Wiedereroberung der iberischen Halbinsel. Und dies vorangestellt, schauen wir zunächst einmal, wie das Königreich Asturien entstanden ist. Ich hatte im ersten Teil der Videoreihe schon darüber referiert und es erwähnt, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal wiederholen. Und dann wollen wir uns ja die Entwicklung dieses Königreichs Asturien ansehen. Bevor ich dazu etwas sagen werde, nur eine kleine Anmerkung. Die Karte, die wir hier sehen, zeigt den Stand des Jahres 750 nach Christus. Und wir werden ja gleich so um das Jahr 718 einsteigen. Und da ist dieses Reino de Asturias, also dieses Königreich Asturiens, noch bedeutend kleiner. Also es war nicht so groß, wie es hier aussieht. Oviedo war auch noch gar nicht gegründet gewesen. Also das Gebiet des Königreichs Asturien war nochmal deutlich kleiner gewesen als das Gebiet, das wir hier sehen. Nur mal das zur Anmerkung. Nun, wie ist dieses Königreich Asturien entstanden? Im Zuge der islamischen Expansion ist es so, dass die gesamte iberische Halbinsel, also auch das Gebiet hier im Norden, von den Muslimen erobert worden ist. Allerdings ist das Gebiet hier im Norden, zumindest der Teil, aus dem dann das Königreich Asturien entstanden ist, ist also dieses Gebiet hier oben nicht lange von den Muslimen behalten worden und beherrscht worden. Maßgeblich beteiligt bzw. der Auslöser dafür, dass die Muslime dieses Gebiet hier im Norden verloren haben, ist ein gewisser Pelayo. Pelayo war ein westgotischer Adliger, der sich zunächst einmal mit den neuen muslimischen Machthabern, die in Toledo residiert haben, arrangiert hatte. Allerdings kam es relativ bald zum Zerwürfnis mit dem Gouverneur der Provinz Munuza. Das Gebiet der Iberischen Halbinsel gehörte im Übrigen zum Kalifat der Umayyaden. Und der Kalif, der residierte in Damaskus und die Iberische Halbinsel, dieses Gebiet, war im Grunde eine Provinz, die dann von einem Gouverneur geleitet worden ist. Und dieser Gouverneur war Munuza. Und es kommt also, wie gesagt, zum Zerwürfnis mit diesem Gouverneur. Pelayo zieht sich daraufhin in sein Stammgebiet zurück, das heißt hier oben in das Gebiet, das dann Asturien werden sollte. Er zog sich ins kantabrische Gebirge zurück und dort organisierte er den christlichen Widerstand. Im Jahre 718 nach Christus wurde er zum Fürsten oder zum König von Asturien gewählt. Wer sich dafür interessieren sollte und das einmal nachschauen möchte, der kann mir dann gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob er denn erst Fürst war oder schon gleich König gewesen ist. Es ist zumindest so, dass die Hauptstadt Cangas de Onís die Hauptstadt eines relativ kleinen Reiches gewesen ist. Wie gesagt, es war kleiner als das, was wir hier eingezeichnet sehen als Königreich Asturien. Zwischen 718 und 740, das wissen die Historiker nicht so genau, zumindest Stand 19. Juli 2018, kam es zur sogenannten Schlacht von Covadonga. Allerdings muss man mit dem Begriff Schlacht vielleicht etwas vorsichtig sein, denn es ist keine Auseinandersetzung gewesen von Tausenden oder Zigtausenden von Soldaten. Es sind vermutlich eher nur ein paar hundert Soldaten auf jeder Seite gewesen, die sich ein Gefecht geliefert haben. Aber, und das ist wichtig, Pelayo siegt in diesem Gefecht bzw. in dieser Schlacht über die Muslime. Er kannte natürlich die Gegend sehr gut und er wusste, wo er die Muslime zu erwarten hatte, um eine strategisch gute Position zu haben und um diese Schlacht möglichst erfolgreich zu gestalten. Also ihm gelang es also, diese Schlacht zu gewinnen und er konnte damit die Muslime fernhalten von seinem Herrschaftsgebiet und das Königreich Asturien konnte sich behaupten und daraufhin etablieren und dieses Gebiet im Norden wurde von den Muslimen auch nie wieder zurückerobert. Und damit hat sich also das Königreich Asturien dann endgültig herausgebildet gehabt und es war eben beständig gewesen. Diese Schlacht von Covadonga, die wurde jetzt ganz unterschiedlich in der Geschichtsschreibung aufgefasst. Man kann sich zunächst einmal fragen, wie haben denn die Muslime diese Schlacht wahrgenommen? Welche Bedeutung haben sie ihr zugesprochen? Da hilft zum Beispiel ein Blick ins Reklamheft zur Geschichte Spaniens. Da heißt es auf Seite 46, dass in arabischen Quellen über diese Schlacht geschrieben steht, dass es sich um ein Gefecht von in Anführungszeichen 30 wilden Eseln gehandelt habe. Also da wird die Bedeutung der Schlacht
eigentlich als sehr minimal angesehen, als nicht weiter wichtig. Die Muslime hatten ihren Schwerpunkt dann auch hier im Nordwesten der Iberischen Halbinsel gelegt und drangen ja auch dann bis ins fränkische Herrschaftsgebiet ein. Also da lag der Schwerpunkt woanders und es wird auch gesagt, dass dieses Gebiet um Asturien auch aufgrund der Klimatik, es ist sehr regenreich, nicht so wichtig war für die Muslime. Also man musste das nicht unbedingt beherrschen nach Ansicht der Muslime. So heißt das in der Forschungsliteratur. Auf der anderen Seite ist es so, dass vor allen Dingen die spanische Geschichtsschreibung, aber nicht nur sie, diese Schlacht in gewisser Weise stilisiert als Ausgangspunkt, als Beginn der sogenannten Reconquista, also als Beginn der christlichen Wiedereroberung der Iberischen Halbinsel. Aber damit muss man auch vorsichtig sein, denn dieser Begriff der Reconquista, also die oder auch die Idee der Reconquista, lag dem Königreich Asturien unter Pelayo eigentlich fern. Also wir haben keine Hinweise darauf, dass Pelayo tatsächlich die gesamte Iberische Halbinsel von den Muslimen erobern wollte und damit die Muslime aus Südwesteuropa verdrängen wollte. Das ist nicht bekannt. Er hat sein Reich gegründet, er konnte es behaupten gegen den Kalifen bzw. gegen das Kalifat und gegen den Gouverneur. Und es war ein christliches Reich jetzt im Norden der Iberischen Halbinsel, das entstanden ist. Aber es war eigentlich nicht so, oder es ist zumindest nicht bekannt, dass Pelayo tatsächlich das Westgotenreich wiederherstellen wollte. Also da muss man durchaus vorsichtig sein, was solche Nennungen in der Geschichtsschreibung betrifft. Aber es ist ja auch nicht untypisch, dass solche Schlachten gerne stilisiert werden. Man denke nur mal an die Varusschlacht und wie sie dann in der deutschen Geschichtsschreibung auch stilisiert worden ist. Nun, halten wir mal fest. Diese Schlacht von Covadonga, auch wenn sie vielleicht gar nicht so groß war, die führte dazu, dass sich das Königreich Asturien etablieren konnte und dann konnte es sich also fortan weiterentwickeln oder zumindest entwickeln. Und jetzt schauen wir uns mal an, was so manche Herrscher erreicht haben als Könige von Asturien. Die Liste der Könige von Asturien ist noch weitaus länger. Ihr werdet auch gleich alle anderen Könige noch sehen, aber wir schauen uns erst einmal ein paar von diesen hier an. Und zwar schauen wir uns erst die Herrscher von Alfonso dem Ersten ein bisschen an und dann von Fruela dem Ersten. Beginnen wir mit Alfonso. Ihm ist es gelungen, einen weiteren Teil der Iberischen Halbinsel einzuverleiben, und zwar ist das das Baskenland. Das wird von den Mauren zurückerobert. Wir können das kartografisch auch nochmal sehen. Das Baskenland ist dieses Gebiet hier. Das gehörte zunächst einmal auch noch den Muslimen, wurde dann allerdings von Alfonso dem Ersten erobert. Bei dieser Einverleibung und Eroberung des Baskenlandes kommt dem König Alfonso dem Ersten auch zugute, dass es innerhalb des muslimischen Herrschaftsgebietes zu Problemen gekommen ist. Zum einen kam die islamische Expansion zum Stopp. Im Jahre 732 nach Christus gab es die Schlacht von Tours und Poitiers und das war sozusagen der Endpunkt der islamischen Expansion gewesen und zumindest in Südwest- und Westeuropa. Und dann ist es auch so, dass es innere Spannungen im muslimischen Herrschaftsgebiet gibt, die ja im Grunde die Konzentration des Gouverneurs erfordert haben. Und demzufolge war es für Alfonso dem Ersten leichter gewesen, das Baskenland einzunehmen und zu erobern. Dann ist es auch so, dass in der Folge Alfonso der Erste das Gebiet zwischen seinem Reich und Al-Andalus entvölkert hat, um eine Pufferzone zum Reich der Muslime zu haben, beziehungsweise zum Herrschaftsgebiet der Muslime zu haben. Ich habe hier in Klammern geschrieben, Fortführung der Entvölkerung, weil man auch manchmal schon die Angabe findet, dass Pelayo diese Entvölkerung eingeführt und angefangen hat. Aber was damit gemeint ist, ist das Folgende. Alfonso I. hat jetzt das Gebiet hier an der Grenze entvölkert, damit hier eine sichere Grenze entsteht, zu diesem Gebiet der Muslime und tatsächlich kann man sagen, dass diese Pufferzone, die eingerichtet worden ist, eine stabile Grenze gewesen ist. Also da hat im Grunde Alfonso der Erste sein Ziel auch tatsächlich erreicht. Der nächste Herrscher war dann Fruela der Erste und er hat dann auch ein weiteres Gebiet ins Herrschaftsgebiet hineingeführt, nämlich Galizien. Circa 760 nach Christus fand die Schlacht von Pontuvio statt. Und in dieser Schlacht von Pontuvio siegte Fruela der Erste über ein maurisches Heer und wie gesagt, Galizien konnte einverleibt werden ins Herrschaftsgebiet und 761 nach Christus konnte Oviedo gegründet werden. Das war dann die spätere Hauptstadt des Königreiches Asturien und insofern muss man diese Karte hier kritisieren an dieser Stelle, denn sie soll das Jahr 750 zeigen und Oviedo ist eingezeichnet, aber Oviedo war zu dieser Zeit noch nicht gegründet. Also hier muss man nämlich vorsichtig sein, diese Stadt existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie wurde 761 von Fruela dem Ersten gegründet. Aber was man eben sagen kann, Galizien, und das geht noch weiter hier in den Westen, wurde jetzt
von eben jenem Fruela dem Ersten und seinen Truppen erobert. Und da habe ich, glaube ich, auch nochmal eine Karte, wo man dann später sehen kann, also um das Gebiet handelt es sich hier. Das war dann der Stand 814. Dazu dann gleich mehr. Zugleich ist es so, dass ein baskischer Aufstand unter der Herrschaft von Fruela dem Ersten niedergeschlagen worden ist und es kommt zu einer Hochzeit. Und zwar heiratet Fruela der Erste eine Gefangene aus diesem baskischen Aufstand, nämlich Munia. Und in der Folge ist es auch noch so, dass es Fruela dem Ersten gelingt, Raubzüge bis nach Valencia und Murcia zu machen. Also er drang, wenn man sich das kartografisch wieder anschaut, sehr weit ins Herrschaftsgebiet der muslimischen Herrscher ein, beziehungsweise des Kalifen der Umayyaden oder seines Stellvertreters hier in der Provinz, nämlich in das Gebiet des Gouverneurs. Also er kam bis Valencia und auch Murcia, das liegt ja hier ganz im Süden der Iberischen Halbinsel. Bis dahin konnte er Raubzüge ausüben, aber er eroberte dann keine weiteren Gebiete mehr. Und was dann bei Fruela dem Ersten der Fall ist, ist, dass die Repoblación begonnen wird. Zunächst einmal die Repoblación Galiciens und dann aber unter anderen Königen die gesamte Repoblación der Grenze. Denn Fruela der Erste macht im Grunde jetzt das Gegenteil von Alfonso dem Ersten. Alfonso der Erste hatte das Grenzgebiet entvölkert und Fruela der Erste fängt an, in Galicien die Grenze wieder zu bevölkern. Aber das ist ein Vorgang, der lange angedauert hat, bis das dann zu Ende gebracht worden ist. Unter dem König Silo, das habe ich jetzt hier nicht stehen, wurde die Hauptstadt verlegt von Congas de Onís nach Pravia und dann letztendlich unter Alfonso II., beziehungsweise zwischendrin, denn dann wurde sie ja nochmal verschoben, wurde die Hauptstadt nach Oviedo verlegt. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Unter Alfonso II. Gelingt ein Vorstoß bis zum Fluss Tajo. Und sogar Lissabon wird kurzzeitig erobert und die Stadt Santiago de Compostela wird gegründet. Eine Stadt, die eine besondere Bedeutung dann bekommen sollte in der Geschichtsschreibung. Schauen wir uns das auch mal kartografisch an. Der Fluss Tajo ist jener hier, der durch Lissabon fließt und durch Toledo. Bis hierhin stößt er vor. Allerdings nicht ganz dauerhaft. Lissabon wird, wie ich gesagt habe, nur kurzzeitig eingenommen. Aber wir können sehen, die Könige Asturiens, die konnten dem Emir von Córdoba schon ganz schön wehtun. Und das Emirat war eben durch diese inneren Wirren auch geschwächt gewesen und demzufolge gelang es eben den Königen von Asturien immer und immer wieder ein paar Gebiete zu erobern und auch mal weit vorzudringen, wie in diesem Fall also bis zum Tajo. Unter Alfonso III., 866 bis 910 regierte er, erreicht dann das asturische Königreich seinen Höhepunkt. Alfonso III. Baut die Stadt León aus, die unter Ordoño I. erobert worden ist. Und León wird dann seine Residenzstadt und später wird dann León auch die Hauptstadt des Königreiches. Unter Alfonso III. Wurde das Herrschaftsgebiet auch ausgeweitet. Er eroberte Altkastilien und die Stadt Coimbra. Die Stadt Coimbra konnte dann aber im Laufe des 10. Jahrhunderts wieder zurückerobert werden von den Muslimen. Das werdet ihr dann im vierten Teil der Videoreihe sehen. Und wir schauen uns jetzt am besten erstmal kartografisch an, um welche Gebiete es geht. Also Coimbra, die Stadt, die im heutigen Portugal gelegen ist, liegt hier. Die wurde also mal kurzzeitig erobert, beziehungsweise für einige Jahrzehnte gehörte es zum Königreich Asturien. Das ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Und Altkastilien, das ist etwa das Gebiet hier. Das wurde also von Alfonso III. Erobert. Die Repoblación, die wurde dann weitergeführt, die, wie ich ja eben schon gezeigt habe, schon vorher von Fruela dem Ersten wieder begonnen worden ist. Und 910 wurde dann Alfonso III. Abgesetzt, er starb kurz darauf und nach seiner Absetzung wurde das Herrschaftsgebiet, das wir hier sehen, in drei Teile aufgeteilt. Und zwar in ein Gebiet, das hieß León, in ein Gebiet Asturien und ein Gebiet Galizien. Also man hatte diese drei Königreiche, Galizien im Westen, dann haben wir hier León und der Rest ist dann Asturien. Und diese drei Königreiche wurden dann 924 nach Christus wieder vereinigt, allerdings nicht als Königreich Asturien, sondern als Königreich León mit der Hauptstadt, die wir hier sehen, León. Und hier sieht man mal kartografisch, wie das im Jahre 1000 nach Christus ausgesehen hat. Im Jahre 1065 ist es dann so, dass sich diese Grafschaft Kastilien, die wir hier sehen, abgespalten hat vom Königreich León und es wurde ein eigenständiges Königreich. Kurz darauf allerdings wurde das Gebiet wieder dem Königreich León zugeführt, nämlich 1072 war das der Fall und bis 1153 gehörte dann Kastilien wieder zu León. Allerdings kam es dann wieder zu einer Abspaltung von Kastilien, es entstand wieder das Königreich Kastilien
Und im Jahre 1230 kam es zu einer erneuten Wiedervereinigung der Gebiete von also Leon und Kastilien. Man sieht das ja hier ganz gut auf der Karte. Allerdings nicht als Königreich Leon, sondern unter dem Namen Königreich Kastilien unter dem Herrscher Fernando III. Und dieses Gebiet, also dann dieses vereinigte Gebiet, sollte dann das bedeutendste christliche Reich der Iberischen Halbinsel werden. Und wie ich es eingangs erwähnt habe, soll dieses Reich, beziehungsweise hat dann dieses Königreich die Reconquista maßgeblich vorangetrieben und sie hat sie dann auch bis zum Ende im Jahre 1492 durchgeführt. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Im nächsten Teil der Videoreihe wollen wir uns dann mit zwei weiteren christlichen Gebieten auf der Iberischen Halbinsel auseinandersetzen. Und zwar einmal mit der spanischen Mark, die wir hier sehen, und dann mit dem Königreich Pamplona, das hier als Navarra angegeben ist. Der Link zum nächsten Video der Videoreihe befindet sich unten in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch die Links zu allen anderen Teilen der Videoreihe.